Ja, Freunde, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession von Fallout 4. Ich glaube, als wir in der letzten Session hier angekommen sind, war es auch noch Nacht. Aber okay, unsere Aufgabe war, wenn ich mich recht entsinne, die Reinigung des Super-Duper-Marts. Deswegen waren wir nämlich hier. Da haben wir ja hier letztes Mal ganz genial da oben den Supermutanten umgeknüppelt. Oh, achso, das war Dogmeat. So, ich frage mich, was da drin ist, weil wir waren ja schon mal im Super-Duper-Mart. Falls ihr euch erinnert, müsste so, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Um Gottes Willen, 20 oder 25 vielleicht. Irgendwo so um den Dreh. Und ich frage mich, was da jetzt noch drin ist. Aber ich vermute, dass da drin irgendwie so einiges respawned sein wird. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Ich sehe schon, hier sind wieder Ghule. Oh, da habe ich doch gerade eine Quantum gesehen, oder? Oh, zwei Flaschen sogar. Cool. Oh. Oh, ich habe so lange kein Fallout mehr gespielt. Die ganze Zeit Ark in letzter Zeit gespielt. Uah. Komm, stirb schon. War das nur der eine? Nee. Na? Warum läuft denn der weg? Na ja gut, soll uns jetzt erstmal nicht stören. Der kommt bestimmt auch wieder. Ich hoffe nur gerade, der bringt keine Freunde mit. Das wäre natürlich fatal. Hallo, wo bist du, lieber Ghoul? Ich hab dich doch gesehen. So. Ich glaube, das war gerade Absicht, damit wir wieder schön lange Musik laufen haben. Nö, ich glaube, ein paar von den Leichen sind tatsächlich die, die wir mal irgendwie hier vorher gekillt hatten, weil die sind ja alle leer, wie man sieht. Da hinten irgendwo müssen wir hin, oder? Gut, hier kommen da bestimmt noch mehr. Vielleicht sollte ich mal nachladen. Ich weiß gar nicht, wie groß war denn das Magazin von der Shotgun? Okay, da ist der Ausgang, da wollen wir nicht hin. Ach so. Ja. Na, okay, das war Verschwendung von Aktionspunkten. Das ging aber eigentlich. Ich sag ja, ich habe so lange kein Fallout mehr gespielt. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Was haben wir denn da gefunden? Haben wir hier Fusionszellen? Oh, ja, das ist okay. Nehme ich natürlich gerne mit. Ein Zollstock. So. Können wir die unartigen Kinder. Nur, wo kommst du denn her? Können wir die unartigen Kinder. Hallo, da. Jetzt ist es weg, oder? Kann man nicht mehr in Ruhe ausreden. Ich wollte die ganze Zeit sagen, da können wir die unartigen Kinder bei uns im Sanctuary. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Jetzt müssen wir anscheinend raus. Boah, hier ist alles so. Ich frage mich die ganze Zeit. Ja, genau das. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Dogmeat, was abgeht. So. Wir müssen natürlich wieder sortieren. Ach, gewischt. Den Fatman, den kann eigentlich der gute. Ja, das kann er auf jeden Fall matt. Den Fatman. Nee, den behalte ich mal so für. Für. Falls wir es brauchen. Aber diese ganzen Impro-Dinger und so, die können wir mal wegpacken, glaube ich. Drei kann auch weg. Landarbeiterkleidung. Mr. Handy-Treibstoff. Der war, glaube ich, relativ schwer. Sauberer schwarzer Anzug. Den muss ich irgendwann mal ausprobieren. Ich will wissen, wie der aussieht.
Das lassen wir da. Kampfrüstung rechter Arm. Leichtbau. Nee. So. Ich bin auch immer noch unschlüssig, ob ich tatsächlich mal... Dogmeat, was ist denn da oben? Ob ich tatsächlich mit diesem Weight-Cheat spielen soll, weil... gerade nochmal gut gegangen. Dogmeat, nein, nein, nicht durchs Feuer. Nein, nein. Na, Gott sei Dank passiert hier nichts, Junge. So, was haben wir denn hier noch? Der hat sich doch gerade bewegt. Ich hab's gesehen. Das ganze Bier finde ich irgendwie so sinnlos. Aber hier war gerade Templetin im Schrank. Das nehmen wir natürlich mit. Nuka Cherry auch. Das muss sein. Ich glaube, den... Genau, da war ein Kern drin. Den haben wir schon eingepackt. Letztes Mal, als wir hier waren. Aber hier ist... Hä? Achso, ich muss runter. Okay, ich soll runtergehen. Na gut. Ich gehe gleich runter. Ich gucke hier nochmal kurz, ob hier noch irgendwas Neues dazugekommen ist. Eine Karotte. Oh, die können wir... Das hat zwar jetzt nicht wirklich... Das war doch eine Rübe. Also, okay, Karotten sind auch Rüben, aber das war so eine Rübe-Rübe. So eine Zuckerrüben-Rübe oder sowas. Na gut, egal. So. Wir müssen anscheinend wieder ins Commonwealth. Sind wir hier echt schon fertig? Ging das so schnell? Oder kommt jetzt hier draußen der große Ghoul-Angriff? Ich bin mir da momentan noch nicht so ganz sicher, was hier jetzt... Und so, ne? Keine Ahnung. Okay, wir sind in der Garage. U-Bahn-Mark. Oh Gott sei Dank, endlich müssen wir nicht mehr schwarz fahren. Was heißt das? Was heißt das hier? Das wüsste ich jetzt gerade gerne. Hier ist noch jemand. Emma. Wieder jede Menge Zeug für uns. Da ist noch eine Lasermuskete. Wenn man Probleme mit dem Lesen hat, dann nimmt man die. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht hier noch irgendwas in den Kisten, aber die scheinen nur Deko zu sein. Oh, das finde ich schade. Hier hätte man doch so viel Zeug verstecken können. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, hier das haben wir jetzt, ne? Emma, ja, Emma ist auch okay. Terminal. Schauen wir doch mal nach, was es hier gibt. Türenfernsteuerung. Ach so. Ja, dann machen wir die Tür auf. Zugriff auf Tür. Tür öffnen. Ich hab doch gerade. Hä? Tür öffnen. Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? Hä? Muss ich vielleicht einfach noch ein bisschen warten? Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe das paar Mal verpeilt, aber passiert hier jetzt noch irgendwas? Ihr seht jetzt gerade leider nicht, wie ich mich komisch umgucke, weil ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwas passiert. Ja, Türen öffnen, bitte. Nö, ja, irgendwie... Ich weiß nicht, für was die... Oh. Ja, danke, Spiel. Klar, die Türen gehen erst dann... Kann ich das hacken? Einfach, weil es XP gibt. So, Records... Testing, da haben wir einen gleichen Buchstaben. Offered... Ich will wieder Reading. Das sind schon mal zwei gleiche. Ein Treffer. Okay, also ist es nicht Records und nicht Warning. Offered. Warte mal, so ist es einfacher. Nee, da ist gar keiner gleich. Testing kann es auch nicht sein. Defense. Nee, das müssten ja zwei Treffer sein. Hä?
Also ein Treffer bei Reading. Dann... Die haben gar nichts gemeinsam. Warte mal. Wie habe ich das denn? Ach, egal, so. Reading hatten wir. Warning müssten Minimum 3 Treffer sein. Defense. Na. Okay. Sind wir jetzt hier fertig? Was sagt denn? Melde dich bei Ritter Rüß. Oh, okay, dann beeilen wir uns mal. Also, ja, ich nehme jetzt einfach mal die Schnellreise. Ich bin faul. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass zwischendurch irgendwie ein Status-Update kam von der Quest. Habt ihr das gesehen? Also, ich bin mir da jetzt echt unschlüssig. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ich keine Ahnung. Ich finde diese Power-Rüstung immer noch total cool. Also, ich... Keine Ahnung, ich meine, die gibt es ja schon seit Fallout 1, aber ich finde die so, die sehen so geil aus irgendwie. Wenn ich mehr Fusion Cores hätte, würde ich, glaube ich, auch viel mehr Power-Rüstung nehmen. Aber habe ich leider nicht. So, wir gehen erstmal zum Ritter Rüss und gucken mal. Ich denke, wir müssen noch weiter im Commonwealth putzen gehen. Also von daher gibt sich das, glaube ich, also ist glaube ich, egal. Ich vermute, der hat noch 20.000 Quests mehr, wo wir irgendwelche Locations hier aufräumen müssen. Gibt's bei euch mal was Neues? Nee. Okay, hallo, also, Rüss. Bist du fertig oder was? Da musst du noch fragen? Ja, ich muss fragen. Das ist mein Job. Hier, deine Bezahlung. Dem Commonwealth wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Ich hab's ja gesagt. Wie lautet die Mission? Radier sie einfach aus. Ghule, Synths, Mutanten. Säubere den Ort, den wir unser Zuhause nennen. Ich bin bereit. Gute Antwort. Hier ist das neueste Zielgebiet. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Neue Commonwealth-Design ist so aufregend. Vorher... So viel Technologie geben, ich will dich erst wiedersehen, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Ich komme doch sowieso erst wieder, wenn ich alles gesäubert habe. Was soll das denn? Also wirklich, jetzt, boah. Okay, aber jetzt muss ich mal gucken, was wir so questtechnisch jetzt eigentlich machen können. Ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt ein paar, ich glaube, 2 Wochen oder so nicht mehr gespielt habe, habe ich ein bisschen meinen eigenen Anschluss verpasst. Also, wir hätten hier, das ist abgeschlossen. Da sitzt aus irgendeinem Grund noch eine doofe Markierung. Da haben wir 2 Sachen. Parsons States Irrenanstalt. Da war es mir aber so ein bisschen zu schwer. Hier ist halt... Ach so, nee, das ist alles okay. Waren wir hier schon? Nein, da waren wir natürlich auch nicht. Beseitige die wilden Ghule in Mars Pike Tunnel. Können wir da mal ranzoomen? So, Diamond City Mark. Sprich mich mit Doc Crocker. Okay. Marspike Osttunnel. Was haben wir hier? Gehe der Funknachricht nach. Berge die Flugsensortechnologie aus Trinity Plaza. Finde Nick Valentine. Das würde ich eigentlich am liebsten machen. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier kommen wir nirgends in die Nähe, so wirklich. Und irgendwo soll man noch einen Comicladen säubern, wo auch immer der jetzt schon wieder ist. Wahrscheinlich, ach so, das ist, glaube ich, nicht auf der Karte. Dann würde ich fast sagen, also hier, das sieht irgendwie ein bisschen bös aus. Aber hier können wir doch hin, oder? Kann ich hier? Ja, da kann ich hinreisen. Dann machen wir das erstmal. Wir säubern mal den Tunnel. Und ich überlege gerade, danach den Detektiv suchen oder... Ah, mal gucken. Schauen wir einfach mal. Wir müssen ja auch noch zu dem Hansel-Doktor da wegen der Gesichtsoperation. Wobei ich glaube, wenn ich das mache, dann...
mache ich das, glaube ich, lieber offscreen. Das dauert, wird zu lange dauern. Was ist das eigentlich für eine fette Waffe da? Ach, das ist dieser Müll. Das ist dieser Müllschluck-Dings da, oder? So. Müsste eigentlich die Richtung sein. Ich glaube, hier hatten wir soweit schon alles erledigt, oder? Ah, den kann man einpacken, den Jangles. Kein Plan, warum, aber man kann ihn einpacken. Hier wäre noch jede Menge Wein. Die Tür ist aber zu. Schade, 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 schade. So, da die Richtung. Komme ich hier? Ja, geht doch. Komme ich hier hoch? Ja, anscheinend auch. 10. Achso, Tunnel klingt ist natürlich wahrscheinlich unten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da runter. Wie komme ich denn hier runter? Massachusetts. Achso, wir können natürlich einfach die Treppe nehmen. Marspike Westtunnel entdeckt. So, dann säubern wir den gleich mal. Nachdem wir hier die Ghule geplündert haben. Oh, hier sind aber ganz schön viele. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Kennt ihr dieses Bild mit der Kloschüssel? Mit der richtig eklig siffigen Kloschüssel. Genau das ist dieser Moment. Du stehst da, denkst dir so, ich nehme das mal mit und dann auf einmal im letzten Moment switcht das um und du trinkst aus der eklig dreckigen Kloschüssel. Genau das gleiche ist mir auch gerade passiert, nur dass es keine Kloschüssel war. Wer war das denn? Ach, ein Plünderer, okay. Na. Nuka-Cola Quantum. Benzinkanister, einen, was haben wir da, eine Kochplatte? Nee, aber ich will die andere Quantum da noch haben, so. Oh, immer diese Puppen. Ich will gar nicht wissen, was die hier immer mit diesen Puppen treiben. Ist hier noch irgendwas? Oh, ein Blutpack. Das ist natürlich interessant, das nehmen wir mit. Jet und Psycho natürlich auch und eine Zeitung kann man immer mal gebrauchen. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir da jetzt rein oder? Ah, jetzt habe ich zu viel Müll eingesammelt, das wollte ich gar nicht. Eigentlich nur die tollen Sachen. Wie komme ich denn jetzt da rein? Cool, eine Bowling. Ich habe gerade eine blöde Idee, aber ich habe diesen Mülltransporter leider nicht dabei. Sonst hätte ich jetzt was ausprobiert. Bourbon brauche ich nicht unbedingt. Was ist denn das hier für ein Gerät? Atombetriebener Rasenmäher wahrscheinlich. Wo. Irgendwie angeblich doch darunter, oder nicht? Ich hab. Eben war da doch eine Markierung. Aber ich habe den Eingang irgendwie nicht gefunden. Da ist doch gar kein Eingang. Wollt ihr mich verarschen gerade? Okay. Also hier geht's nicht in den Tunnel. Definitiv nicht. Ach, hier geht's in. Ach, da ist noch eine Tür. Na, sagt mir das doch einer. So, dann würde ich sagen, Freunde, auf in den Marspike-Tunnel.